Ein Jahr ist es her, da ist Entertainer Udo Jürgens von uns gegangen. Er war einer der bedeutendsten Solokünstler des 20. Jahrhunderts, komponierte mehr als 1000 Lieder und verkaufte über 105 Millionen Tonträger. Die Bühne war sein Leben. Und sie gehörten zu seinen langjährigen Begleitern. Mit Pepe Lienhardt, dem Bandleader von Udo Jürgens, der ihn seit 1977 auf allen Touren begleitete, und Michael Reed, seinem Musical-Supervisor, treffen zwei Koryphäen der Musikbranche aufeinander. Beide Musiklegenden haben auch einen großen Teil zur Entstehung seines Musicals »Ich war noch niemals in New York« beigetragen. Wenn es das Musical nicht geben würde, würde man jetzt eines machen, so im Nachhinein. Und Udo könnte dann quasi keinen Einfluss nehmen. Und so finde ich das eigentlich wunderschön. Das Musical gibt es. Das hat Udo war dabei bei der Entstehung. Er stand voll dahinter. Er war so stolz auf dieses Musical. Und sein Werk wird mit diesem Musical natürlich sehr lebendig bleiben. Lebendiger als nur, wenn man es jetzt am Radio hört. Sondern man kann das anschauen und die Songs werden da so in einer Form aufgeführt. Also, das ist eine großartige Geschichte. 2007 hatte das Musical seine Uraufführung. Udo Jürgens arbeitete intensiv mit seinen Kreativen zusammen, um die musikalisch mitreißende und berührende Geschichte zu erzählen. Michael Reed, der alle Stücke in Musical-Versionen umarrangierte, denkt gerne an die erste Zusammenarbeit mit dem charmanten Entertainer zurück. Da war jemand, der sagte, oh, aren't you brave? Jemand sagte mir, oh Mann, bist du mutig, Udos Musik zu ändern. Es könnte schwierig werden und vielleicht wird er unglücklich mit dem Ergebnis sein. Später, als ich für Udo ein bisschen rumexperimentiert hatte, haben wir uns angeguckt und angelächelt. Dann kam er auf einmal zu mir, umarmte mich überschwänglich und sagte, ich danke dir sehr, ich habe es sehr genossen, ich liebe, was du mit meiner Musik machst. Mach weiter so und tob dich aus. Nimm dir das, was du brauchst, um die Musik weiterzuentwickeln. Tja, und das war der Zeitpunkt, als unsere unglaubliche Freundschaft begann. Immer wieder besuchte Udo Jürgens die Show, traf seine Mitschaffenden regelmäßig und gratulierte sogar der Cast, wenn er einen Auftritt besonders gelungen fand. Carlene Brower, die Regisseurin des Erfolgsmusicals, war schon vor der Zusammenarbeit ein großer Fan des Musikers. Seit 2007 hat sich die Show stetig weiterentwickelt. Udo war immer mit dabei. Er hat mich eigentlich 3 Wochen vor, dass er gestorben ist, hat er mich angerufen. Wegen die Änderungen, die wir machen, wollte ich noch mal darüber reden. Und es war ein sehr gutes Gespräch. Er war sehr begeistert über Sachen und ja, hat auch gesagt, oh, ich freue mich so. Das war's. Mit »Ich war noch niemals in New York« hinterlässt Udo Jürgens nicht nur ein musikalisches Lebenswerk, sondern auch eine Geschichte, die er mit voller Leidenschaft mitproduziert hat. Und auch wenn er nicht mehr da ist, mit der Show lebt ein großer Teil des Entertainers weiter. Bis zum 10.01. ist das Musical im Deutschen Theater in München und ab dem 24.01. im Stage-Theater des Westens zu sehen.